Die ersten Polizeigewerkschaften haben hier bereits Äußerungen formuliert und haben gemeint, das sei nicht Aufgabe der Polizei, beziehungsweise die Polizei hätte Aufgaben genug und könnte jetzt nicht auch noch bei einem eventuellen Lockdown für Ungeimpfte flächendeckend kontrollieren, wer hier ungeimpft ist oder nicht. Das sei eine Mammutaufgabe, so die Polizeisprecher, der man sich im Moment nicht Herr werden könnte. Nun, was ist das konkrete Problem? Der Stufenplan, also sollte die Belegung der Intensivstationen über 33% liegen, sprich die Auslastung in einem Bereich über 30% sich befinden, dann könnte es diesen Lockdown für Ungeimpfte geben. Das heißt dann im Klartext, dass die Ungeimpften sich nur noch aus dem Haus bewegen dürften, um einkaufen zu gehen oder um zur Arbeit zu kommen. Und da haben die Polizei und vor allem die Polizeigewerkschaften Alarm geschlagen, gemeint, es würde nicht an Kapazitäten ausreichen. Man hätte hier nicht die Möglichkeit, eine Mannschaft zur Verfügung zu stellen, die diese flächendeckenden Kontrollen auch durchführen könnte. Man würde hier eindeutig an die Kapazitätsgrenzen kommen. Nun hat das Innenministerium sich am Montag dazu geäußert und gemeint, man könnte hier dem Gesundheitsministerium, das ja derzeit noch an einer Verordnung arbeitet, sehr wohl zur Hand gehen. Aber es seien lediglich stichprobenartige Kontrollen, die hier durchgeführt werden könnten. Die entsprechenden Konzepte, da verweist man auf das Gesundheitsministerium. Das Gesundheitsministerium sollte sich hier entsprechende Ideen, Konzepte überlegen, wie das durchführbar sei. Bei der Polizei selbst, da ist man skeptisch und geht eher nicht davon aus, dass man flächendeckend in ganz Österreich hier die entsprechenden Polizeikräfte mobilisieren könnte oder gar zur Verfügung hätte, um diese Kontrollen durchzuführen.